Ja, toll sowas. Steuerhinterziehung kann ich jedem nur empfehlen. Und ich werde wahrscheinlich gleich erstmal eine Aufnahmepause machen, da ich gleich was essen gehe. Danach bin ich also sofort wieder zurück. Und dann geht es weiter im Takt. So, ja, jeden Tag 16 Uhr neues Video. Deswegen produziere ich jetzt. Wir brauchen eine neue Let's Play-Reihe. Und deswegen ist Assassin's Creed genau das Richtige. Willkommen zurück, Ezio. Madonna. Ezio! Da, das ist Ezio! Lasst mich sehen! Buongiorno! Salve, Mario! Schön, nach Hause zu kommen. Beiden nur an. Dieser Ort macht sich langsam. Nur dank dir. Bruder! Claudia. Schön, hier zu sein. Wie geht's Mutter? Ganz gut. Ich hörte, dass du kommst, aber ich wollte es mit eigenen Augen sehen. Die Contessa von Forli will dich sprechen. Ich wusste nicht, dass du so berühmt bist. Katharina? Hier? Es ist also vorbei? Ist der Spanier wirklich tot? Versammelt am Abend alle in Marios Büro. Dort erkläre ich euch alles. Sei gewappnet, Ezio. Sie werden viele Fragen stellen. Claudia, sag der Contessa, ich freue mich, sie heute Abend zu sehen. Ja, und da wird erstmal die Wurst versenkt heute Abend. So, ja, wo müssen wir hin? Wir haben verschiedene Punkte. Ich denke, wir rennen jetzt erstmal dorthin. Was am nächsten ist? Ich vermute mal irgendwie Rüstung reparieren, könnte ich mir vorstellen. Nein, das ist zu nah dran. Es ist doch jedes Mal dasselbe. Ja, jedes Mal dasselbe. Das ist schrecklich sowas. Und wen haben wir hier? Da haben wir eine Frau. Braucht ihr Hilfe? Salve. So viele Blumen. Euer Mann muss sehr glücklich sein. Ich bin die Glückliche. Ihr seid hier, um mir zu helfen. Mal sehen, was ich tun kann. Vorhin habe ich wohl einen falschen Eindruck vermittelt. Oh? Ich habe keinen Mann. Die Blumen sind für ein Fest. Bin ich eingeladen? Zu Claudia Auditores Geburtstagsfeier in der Villa? Falls ihr mir helfen wollt, ich brauche jemanden mit Klasse, der mich begleitet. Warum glaubt ihr, ich hätte Klasse? Das habe ich gleich gesehen. Niemand hier hat ein solches Auftreten. Selbst Ezio Auditore wäre sicher von euch beeindruckt. Oh, was wisst ihr über Ezio? Claudia hält große Stücke auf ihn, aber er besucht sie kaum. Er ist wohl etwas distanziert. Sie hat recht, das war ich. Oh nein. Ihr? Das Fest sollte eine Überraschung sein. Bitte sagt es nicht, Claudia. Was bekomme ich für mein Schweigen? Da wird mir gewiss etwas einfallen. Ihr habt noch Bedenkzeit, bis wir da sind. Und jetzt zu meinem Schweigegeld. Ich habe schon eine Idee. Unter einer Bedingung. Egal was. Ihr müsstet bis morgen warten. Wenn ihr darauf besteht, an mir soll es nicht liegen. Das Warten wird sich lohnen, Ezio. Glaubt mir. Ja, und morgen gibt's einen Kaffee und Kuchen bei der werten Frau. So, dann rennen wir doch jetzt gleich ein bisschen mal, damit wir hier ein bisschen schnell durch die Stadt rennen. Und ich hoffe, ich werde ein bisschen mehr zum Reden kommen, als jetzt in diesen ersten Passagen. Assassin's Creed, typisch. Fehlen mir wieder die Worte. Die Leute reden relativ viel. Es fühlt sich alles sehr real an. Also, ja, da muss ich über die Mauer irgendwie. Kann man hier vielleicht irgendwie über die Mauer einfach drüber springen oder so? Das wäre auch nicht von. Ja, wo war ich gerade? Assassin's Creed typisch. Alles ist sehr lebendig. Die Leute sprechen alle. Händler preisen ihre Waren an. Und so weiter. Ist sie, kann man hier runterspringen oder stirbt man da? So, ja, das geht nicht. Ja, da ist doch irgendwas. Ich glaube, zu dem muss ich sogar. Kann das sein? Kansas B, ich glaube ja. Ja, ich muss sogar hier hin. Und, rede ich einfach mit ihm. So, das sind die neuen Kanonen? Ja, Signor Ezio. Darf ich mal? Ja, aber. Na los, sag's ihm! Sie scheinen nicht richtig zu funktionieren und der Idiot, der sie montierte, ist verschwunden. Dann liegt es an mir, ihn zu finden. Wir wollen eure Zeit nicht vergeuden.
Das ist kein Problem. Ich habe alle Zeit der Welt. Den Ingenieur finden. So. Der ist scheinbar auch nicht weit weg. Kann man hier runter mit diesen... Ja, da springen wir einfach mal hier runter. Ja, das hat jetzt ein bisschen Gesundheit gezogen, aber wir testen ja momentan noch. Ist ja alles auch in der Testphase und ich hoffe, ich hab's dann nachher drauf. Vielleicht. So, ja, ich hatte eigentlich auch, wir hatten eigentlich auch ein Minecraft-Let's Play geplant, aber es machen schon so viele und wir wollten es echt machen, aber beziehungsweise einer alleine. Es wäre dann wahrscheinlich ich gewesen, nur ja, wir reden gleich mit dir, wenn du da so faul rumliegst, aber ich habe das echt zwei Folgen aufgenommen, da wurde es mir echt langweilig, deswegen wird es wahrscheinlich ein LPT geben auf dem Server oder einfach nur Adventure, aber jetzt reden wir erst mit ihm. Salve, Messere. Ihr müsst die Kanonen auf dem Wall reparieren. Lasst mich in Ruhe. Ich repariere niemals vor dem Mittag. Wisst ihr, wie spät es ist? Ich mache Kanonen, keine Uhren. Wenn ihr nicht wollt, repariert sie ein anderer. Uno momento. Niemand fasst meine Kanonen an. Soldaten haben keinen Respekt vor der Artillerie. Sie halten Feuerwaffen für Magie. Doch man braucht Feingefühl, muss sie ein bisschen ermutigen. Derzeit haben wir nur einfache Kanonen hier. Aber ich habe einen Entwurf aus Francia. Eine Handkanone. Man nennt es ein eisernes Handrohr. Stellt euch vor, eine Kanone aus der Hand abzufeuern. Das ist die Zukunft. Ja, das ist die Zukunft. Und er meint ja vorhin, seine Kanonen werden nicht von jemand anderem angefasst. Und ich vermute mal, er fasst wahrscheinlich aber gerne Kanonen von anderen an, so wie der aussieht. Er sieht nämlich leicht schwul aus. Wie, ihr fehlen nur noch schwarze Haare, dann könnte es Harald Glöckler sein. Nicht ganz, die Lippen sind nicht aufgespritzt genug. Was habt ihr getan? Sie benutzt. Sie sind nicht bereit zum Feuern. Ihr hättet uns alle töten können. Lasst mal sehen. Sein Atem ist tödlicher als unsere Kanonen. Nur wenn ihr beiden Narren damit schießt. Hier, versucht es. Ja, auf Ziele schießen. Gut, dann fangen wir doch gleich mal an. Und Umschalter ist um Kanone zu bemannen. Sucht euch ein Ziel und prüft die Ausrichtung. Jungs, was soll ich schon sagen? Das geht schon ordentlich ab hier, so ein Kanone. Ich hoffe, wenn irgend so ein Psychopath hinter dir steht, wenn so ein Psychopath die Kanone bedient, da würde ich auch nicht gern da vorne stehen und nachladen, weil da könnte man ab und zu mal auf Versehen abdrücken. Ja, aber das funktioniert alles schon ganz gut, wenn ich das hier treffe. So. Das war ein bisschen weit. Die Zielvorrichtung ist in Ordnung. Das Problem ist hinter der Kanone. Ja, das Problem ist hinter der Kanone gleich. Kann man eigentlich? Nein, das geht glaube ich nicht, dass er hier umdreht. Ja, es war wieder ein bisschen zu weit. Nochmal. Oh, ich habe einen ganz trockenen Hals. Ich habe Hunger, das merke ich. Und ich muss was trinken. Perfetto. Wenigstens einer hier weiß, wie man schießt. Nun zu der anderen. Ich muss gehen. Danke für eure Hilfe. Wenn ihr morgen Kanonen hört, keine Sorge. Wir üben bei Tagesanbruch. Schade, dass es euch nichts bringen wird. Sehr lustig. Nun repariert die zweite Kanone. Ja, die werden auch keine Freunde mehr, habe ich so das Gefühl. Aber nun ja. Nun denn. Man kann nicht mit jedem befreundet sein. Geht einfach nicht. Oh! Arsch. Oh Gott, ich dachte schon, ich wäre tot. Okay. Oh Gott. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht kämpfen, sonst bin ich echt im Arsch. Ich hatte eigentlich spekuliert, dass ich oben aufs Dach drauf springe, aber nein. Abgekackt. Naja. So reden wir auch mit ihm. Und bis gleich. Buongiorno. Ezio! Mario wird mich umbringen. Ich habe sein Lieblingspferd verloren. Seid unbesorgt. Ich hole es zurück. Gott segne euch, Ezio.
Ja, Ezio ist ja auch so ein Samariter. Und, da brauche ich auch ein Pferd, oder? Gibt es denn hier irgendwo Pferde? Ich brauche ein Pferd. Schnell. Nein. Ah, davon ist so ein Pferd. Ah, das ist das Pferd von Mario scheinbar. Okay. So. Umschalter, soll ich schnell jetzt aufsitzen von hinten vielleicht? Ja. Schon die erste Herausforderung, die für mich, wo ich scheitern könnte. Ja, aber da habe ich es eingefangen. Ja, das wusste ich doch gleich, dass ich das kann. So. Hier. Grazie, Ezio. Ich kann nicht mehr mit den Pferden mithalten. Versprecht mir, dass ihr eure Gesundheit genießt. Verbringt nicht so viel Zeit im Krieg wie euer Onkel Mario. Meine Schlachten wurden bereits gewonnen. Na, umso besser. Arrivederci, Ezio. Ja, arrivederci. So, man sieht hier auch, der Ezio ist auch schon ein bisschen gealtert. Man sieht die Narbe am Mund, der Bart, der schon langsam ansetzt. Ich mache eine kleine Aufnahmepause und wir hören uns gleich wieder. Tschüssi. So, ja, da bin ich doch wieder zurück. Wir sind in einer anderen Stelle wieder eingestiegen, als wir aufgehört haben. Aber das soll ja auch jetzt nicht unser Problem sein. Irgendwie. So, ist ja hier wieder Sound. So, ja, das soll auch nicht unser Problem sein. Ja. Ich bin zurück vom Essen. Lecker war's. Und ja, bevor wir hier eintreten, möchte ich nur was sagen. Also, es wird wahrscheinlich jeden Tag nun um 16 Uhr ein Video folgen. Ein Let's Play wahrscheinlich. Aber es werden immer wieder verstreut. Vielleicht manchmal um 20 Uhr, manchmal vielleicht um halb irgendwann, also immer unterschiedlich. Auch zu komplett ungeraden Uhrzeiten, Tutorials folgen, kleine Live-Commentaries oder sowas. Also irgendwo einfach nur rausgegriffen oder irgendwie einfach nur Let's Talk oder irgend so ein Zeugs. Und ja, das wird erst einfach spontan hochgeladen, wann ich Bock drauf habe. Und ja, bald werden dann wahrscheinlich auch die ersten Let's Plays vom Master Hacker kommen, der in letzter Zeit echt hammer viel zu tun hat und auch keine richtige Zeit dafür hatte. Von Schalim sind ja schon die Risen 2 Teile oben. Und ja, wenn ihr wollt, kann ich jeden Tag jetzt Assassin's Creed Folgen hochladen. Müsst ihr auch in die Kommentare schreiben. Schreibt es vielleicht einfach mal rein, würde ich mich drüber freuen. Wenn ihr wollt, kann ich jeden Tag Assassin's Creed Teile hochladen. Und die dann halt auch zu einer abgesonderten Uhrzeit. So, ich kletter jetzt einfach mal hier hoch. Und dann lasse ich mich doch einfach mal fallen. So, und unser Leben ist ja auch wieder voll. Also halt zu besonderten Uhrzeiten halt, dass ich das, sage ich, jeden Tag um, keine Ahnung, 17, 18 Uhr oder um 18 Uhr, sagen wir mal, dass ich ein Let's Play, ja, ein Let's Play Assassin's Creed hochlade. Dann ist halt nur das Problem, was wir noch machen müssen. Irgendwelche Projektvorschläge von uns, egal welche Spiele, schreibt sie in die Kommentare, schreibt uns eine Private Message, wir werden es uns überlegen, werden euch Rückmeldungen erstatten. Und ja, dann gehen wir doch einfach mal hier rein. Die Frau läuft schon die ganze Zeit dagegen. Ich vermute, sie möchte rein. Dann, ja. Sehen wir uns die Zwischensequenz an. Buongiorno, Ezio. Caterina, was verschafft mir das Vergnügen deines Besuches? Ich brauche einen Verbündeten. Die päpstlichen Armeen marschieren weiter gen Forli. Deine Söldner wären von großem Wert für meine Sache. Ich kann dir wohl geben, was du brauchst. Doch reden wir später. Mutter. Machiavelli. Es ist getan. Aber wohl nicht so, wie wir es erwartet hatten. Ich betrat Il Vaticano und traf Rodrigo. Er erhob den päpstlichen Hirtenstab gegen mich, doch ich besiegte ihn. Zusammen mit Stab und Apfel konnte ich die Gruft öffnen. Dort
sprach ein bewegtes Bild der Göttin Minerva zu